So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Mass Effect Andromeda. In der letzten Folge sind wir in der Galaxie angekommen. Und ja, der Planet, auf dem wir es hieß, das sei unsere neue Heimat, der sah jetzt nicht ganz so gut aus. Und jetzt werden wir wohl einen Abstecher denn machen. Wir sollten Ihren. Nicht gerade ein typischer Tag im Büro, ha? Kein Plan, ist perfekt. Das hier ist die komplizierteste Reise, die je unternommen wurde. Da kann nun mal nicht alles glatt laufen. Zumindest können wir jetzt beweisen, was in uns steckt. Ich habe mich immer gefragt, wie es war, als die ersten Entdecker das Meer überquerten. Sie hatten zur Orientierung nur die Sterne und einen Kompass. Und eine Karte mit der Warnung, hier leben Drachen. Naja, wenn sie es geschafft haben, schaffen wir es auch. Und vielleicht begegnen wir ja unterwegs wirklich einem Drachen. Lassen wir uns nicht fressen. Ehrlich gesagt, esse ich lieber, als gegessen zu werden. Ach, man ist erst dann ein echter Entdecker, wenn man ein paar Narben hat. Oder Bissspuren. Hier spricht der Kämpfer. Alles klar. Machen wir uns auf den Weg zum Shuttle. Bitte macht so schnell wie möglich Meldung. So, dann würde ich sagen, los. Dr. Carlyle. Braucht sie die Arche im Moment nicht deutlich dringender als wir? Der Pathfinder will einen Arzt vor Ort. Und ich will mir unser mögliches neues Zuhause ansehen. Ich auch. Uns erwartet ein historischer Moment. Haben Sie schon ein Zitat parat? Ein kleiner Schritt. Ich denke, diese Ehre gebührt Ihrem Vater. Okay, Leute. Aufbruch in 5 Minuten. Sir, das Team wurde wie befohlen bewaffnet. Sollten wir irgendetwas wissen? Angesichts der Situation erschien es mir sinnvoll. Ohne Sarah sind wir einer zu wenig. Ich habe gehört, was passiert ist. Aber deine Schwester ist stark. Sie schafft das. Da wollen wir es hoffen. Das würde ich auch geraten haben. Wir haben gewettet, wer als Erster eine neue Welt betritt. So wollte ich nicht gewinnen. So wie ich Sarah kenne, wird sie schon bald mit dir wetten, wer auf den höchsten Berg klettert. Jetzt musst du dich aber auf die Mission konzentrieren. Dummer doch. Verstanden. Eure Mutter wäre stolz auf euch beide. Okay, herhören. Sie alle sind nicht nur wegen ihrer Fähigkeiten und Leidenschaft Teil des Pathfinder-Teams, sondern auch, weil sie genau wie ich Träumer sind. Wir träumen davon, das Unbekannte zu erforschen, den Rand der Karte zu erreichen und herauszufinden, was dahinter liegt. Die Menschen werden auf diesen Tag zurückblicken und sich erinnern, dass wir an unserem Traum festgehalten haben, dass unsere ersten zaghaften Schritte in Andromeda der Beginn all dessen waren, was sie kennen. Wir haben nur eine Chance, die Ersten zu sein. Lassen Sie uns Geschichte schreiben. Darauf habe ich 600 Jahre gewartet. Ich könnte jetzt klugscheißen und sagen, es waren 634. Aber das tue ich nicht. Arche Hyperion, hier Shuttle 1. Wir schalten auf manuelle Steuerung. Shuttle 2 folgt Ihnen. Viel Glück, Pathfinder-Team. Wir gehen auf Vektor 135. Verstanden. Sehr gut. Wow, sehen Sie sich das an. Was auch immer das ist, es hat die Hyperion lahmgelegt. Vermute eine instabile Ansammlung dunkler Energie. Wenn du es sagst, halten Sie sich fern. Ich würde sagen, die hat sich da unten leicht verheddert. Hier ist ganz schön was los. Gravitationsanomalie. Das würde meinen Wagen sehr begrüßen. Das war's. Ich beschleunige auf Reisegeschwindigkeit. Ich hatte in der Milchstraße keine Gelegenheit, mich vorzustellen. Liam Costa, Sicherheitsexperte und Spezialist für Sondereinsätze. Freut mich, Liam. Kaum zu glauben, endlich ist es soweit. Besser als nur darüber zu lesen. Und Eintritt in die Atmosphäre.
Leite den Eintritt in die Atmosphäre ein. Es geht los. Flugzeugsystem ist gestört. Das legt sich wieder. Die Steuerung macht, was sie will. Wir sind durch. Heilige! Shuttle 2, sehen Sie das auch? Bestätige. Von hier aus sieht das nicht gerade nach einer goldenen Welt aus. Die Ionisierungswerte steigen an. Behalten Sie den Kurs zur Landezone bei. Sauerstoffwerte unterhalb der menschlichen Toleranz. Deswegen haben wir Helme. Ist das der richtige Planet? Ich dachte, wir hätten das geklärt. Konzentrieren, Shuttle 2. Die Berge schweben. Und da drüben ist eine Struktur. Bodenstruktur, Backbord. Sie muss ziemlich fortschrittlich sein. Hyperion, Ihr Pathfinder. Wir sind auf Spuren einer fremden Zivilisation gestoßen. Hat uns jemand gesehen? Und wenn Sie nicht freundlich sind? Wir befolgen das Kontaktprotokoll. Keine tödliche Gewalt, solange nicht offensichtlich feindliche Absichten bestehen. Und wer Schluss hat? Von unten ging es bergab, oder wie war das? Beschleunigung erhöht sich. Ach was. Ach wirklich? Ihr Jetpack hat eine Fehlfunktion. Auch noch. Bring das in Ordnung! Erreicht tödliche Geschwindigkeit. Sir! Sehr wahrscheinlich, dass was überlebt, ja. Ich sagte doch schon von oben aus, dass das kein freundlicher Planet ist. Ryder hier, bitte komm. Hyperion, Sam, hört mich jemand? Totale Fehlfunktion. Vergessen Sie es, Ryder. Sam ist offline. Der Comlink ist tot. Wir aber erstaunlicherweise nicht. Gibt's Überlebende? Was ist mit den anderen? Keine Ahnung. Alles ist verschwommen. Das Shuttle ist auseinandergebrochen. Und was für ein Albtraum. Ja, das wird nicht unsere Heimat. Ach ne, ja. So schlimm sieht das auch nicht aus. Könnte schlimmer sein. Wohl eine erhöhte Position, um nach Überlebenden zu suchen. Na, dann würde ich sagen, gehen wir mal. Wie steht's um Ihr Überlebenstraining? Ich hab schon einiges durchgemacht. Nichts Verrücktes, aber... Oh, das kann ich kennen. Jetzt wird's verrückt. Diese Felsen da draußen fliegen. Terra Incognita. Dich kann man nicht scannen, okay. Oh, aber das hier kann man scannen. Einige dieser Pflanzen sind beim Absturz beschädigt. Ohne Nutzen für uns. Das kann man scannen. Das kann man scannen. Diese Bauwerke, die wir beim Anflug gesehen haben, da kann an so einem Ort überleben. Ich glaube, das will ich gar nicht wissen. Da ist unsere Com-Ein... Das Ding ist hinüber. Muss beim Aufprall passiert sein. Das hätte man sich aber denken können. Das erklärt, warum wir unsere Sam-Verbindung verloren haben. Oh, kleiner Sicherheitshinweis. Nicht die Luft einatmen. Ich habe das auf die harte Tour rausgefunden. Verstanden. Denken Sie, diese Energiewolke, die wir gesehen haben, könnte das alles verursachen? Laut Sam besteht sie aus dunkler Energie, aber sie ist im Weltall. Tja, sie ist eben eine krasse Wolke. Eine Wolke, die Felsen fliegen lässt. Ja. Was zum Teufel ist das? Na los, kommen Sie, wir müssen da durch. Das ist doch verrückt! Willkommen auf Habitat 7! Ich glaube, wir sollten das so machen. Bleib in Bewegung. Verdammt! Sieht aus, als wäre es da drunter sicherer. Ist das real? Was zum Teufel stimmt nicht mit dieser Welt?
Ja, die ist ziemlich anders, würde ich sagen. So kann man das jetzt auch nicht sagen. Sehen Sie sich das an? Da oben fliegt irgendwas. Oh, wow. Hier leben Drachen. Cora wird es lieben. Ja, sehen lustig aus. Sieht sicher aus als vorher. Dass man so lustig hüpfen kann, finde ich gut. Das gefällt mir. Da! Wenn wir diese Felswand hochkommen, haben wir unsere erhöhte Position. Na los! Ich bin nicht sicher, ob es hier sinnvoll ist, das höchste Objekt zu sein. Ja, das würde ich auch mal so sagen. Es heißt doch, man soll beim Blitz... Ich glaube, ich sehe einen Weg nach oben. Wir können die Jetpacks einsetzen, falls nötig. Dann soll doch beim Blitz nicht die höchste Position haben, oder? Wie hat mein Dad sie gefunden? Ich war ein Kopf und später in einer Spezial- Komm ich jetzt da hoch oder nicht? Ja. Echt? Ich erzähle ihm die Geschichte irgendwann mal bei einem Bier. Bier ist gut. Das wird knapp. Nö, da war noch viel Luft. Na los, wir kriegen das hin. Ja, komm schon. Ah. Ich glaube, ich kann die Spitze sehen. Ich hab's geschafft. Und wo bleibst du, Liam? Machen Sie mal Platz. Danke. Was zum Teufel ist das? Ich würde sagen, das ist Ärger. Auf jeden Fall kein Hotel. Nichts hier ergibt irgendeinen Sinn. Nein, aber alles ist tödlich. Heute stirbt niemand. Ryder, das ist Fischer. Warten Sie. Dort. Was ist da? Aliens. Freund oder Feind? Aber so wie mit der Knarre rumlaufen, würde ich eher sagen Feind. Was sagt das Erstkontaktprotokoll? Tödliche Gewalt nur unter Feindbeschuss. So was schreibt nur jemand, der nie im Einsatz war. Wie gehen wir vor? Wir rechnen mit dem Schlimmsten. Wir stellen uns auf das Schlimmste ein. Was ja auch meistens eintritt. Ein Wort und ich eröffne das Feuer. Sie haben uns noch nicht entdeckt. Okay, bin ich. Neuer Schuh! Okay, so viel zum Thema. Das war der eine. Hab ich dich. Okay. Das war's, okay, Fischer? Ja, ich dachte, ich wäre erledigt. Nicht gerade freundlich, die Typen. Wir haben's versucht. Wir haben es versucht, aber sie ließen uns keine Wahl. Nicht wirklich. Also laden wir nach und haken's ab. Wir wissen noch nicht mal, was sie wollten. Nichts Gutes bei den Waffen? Ich hoffe. So sollte ein Erstkontakt nicht ablaufen. Hatte ich mir so nicht vorgestellt. Das war deren Schuld. Aber vielleicht läuft's ja nächstes Mal besser. Ja, hier können ja nicht alle so mies drauf sein. Wo sind die anderen? Tot. Kirkland und Greer wollten Hilfe holen. Ah, komm, mein Bein! Geht's? Ah, ich glaube, es ist gebrochen. Gehen Sie und suchen Sie nach den anderen. Sicher? Ja, finden Sie raus, wie wir hier wegkommen. Und erledigen Sie noch ein paar von denen. Okay. Wow, sehen Sie sich die Leichen an. Was sind das für Dinger? Ich habe hier keinen Kontakt zu Sam, aber ich versuche mal daraus schlau zu werden. Sie sind DNA-basiert und ihre Panzerung scheint eine Art Knochenstruktur zu sein. Die Genetikdaten sind allerdings vollkommen chaotisch. Das Leben hat hier offenbar eine andere Richtung eingeschlagen, was? Falls es überhaupt von hier war. Ich hoffe, dem anderen Team geht's gut. Wir finden es schon. Haben wir noch allerdings was. Sollten wir die Gegend vielleicht vorher...
Was haben wir denn hier? Schildkondensator, Brandmunition. Okay. Hier kann man auch wieder zerlegen. Das konnte man, glaube ich, auch in Mass Effect 1. Wir müssen hier eigentlich alles nehmen. Hier ist alles nehmen. Okay, drücken Sie Escape und Menü und dann die Karte. Karte? Ich bin hier. Was ist das hier? Alien-Bauwerk. Ach, das kann man einfach so markieren. Alles klar. Und das hier ist unbekannt. Okay, dann würde ich sagen... Sie sind der Aufklärungsexperte. Nach Ihnen. Natürlich. Es sah aus, als wüssten Sie mit einer Waffe umzugehen. Ja, unter anderem. Ich war eine Weile bei den Friedenstruppen der Allianz. Die auch immer bewaffnet sind. So, geradeaus rüber... Okay. Also ist Kreis immer das, was man ausgewählt hat und das, wo man eigentlich hin soll, ja? Nein, vielleicht? Keine Ahnung. Okay, das ist nur Munition, die wir nicht brauchen. Ja, weiß nicht, ob man das hätte irgendwie anders machen können. Einer ist da noch. Das war der letzte. Ich fasse es nicht, dass das hier wirklich passiert. Hat Kirkland es geschafft? Was ist denn das hier jetzt hier für eine komische Steuerung hier? Keine Ahnung, wo liegt er denn? Da drüben. Ich würde sagen, er hat's nicht geschafft. Sieht nicht so aus. Keine Vitalzeichen. Sie haben ihn einfach kaltblütig ermordet. Er wollte sich ergeben. Wieso haben Sie ihn getötet? Vielleicht kappen sie das nicht. Würden wir anders mit ihnen umgehen, wenn sie plötzlich bis an die Zähne bewaffnet auf der Erde auftauchen würden? Wahrscheinlich nicht. Damit kommt eine friedliche Lösung nicht mehr in Frage. Sobald wir die anderen gefunden haben, werden wir zurückkommen und seinen Leichnam abholen. Wir haben ein Waffenrad. Ich hoffe nur, Greer ist noch am Leben. Trotzdem, sehen Sie sich nur diese Architektur an. Das ist einfach unglaublich. Ja, ich glaube, hier müssen wir ein bisschen was scannen, oder? Geht es überhaupt? Keine relevanten Daten. Vielleicht an der Türe da. Wo kommt es denn plötzlich her? Okay, das ist merkwürdig. Selbst mit diesen Daten habe ich keine Ahnung, welchem Zweck das hier dient. Versuchen Sie sich mal vorzustellen, wie derjenige gedacht haben muss, der es erfunden hat. Ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist. Unsere Evolution hat sich 2 Millionen Lichtjahre entfernt abgespielt. Ganz schön unheimlich, wenn man so darüber nachdenkt. Also diese Dinge hier kann man offenbar nicht scannen. Das ist dieses Ding, das hatten wir ja schon. Kann man diese Türe? Ja, kann man. So was habe ich noch nie gesehen. Sieht aus, als wäre es mindestens 300 oder 400 Jahre alt. Die Archen sind vor 600 Jahren aufgebrochen, richtig? Ja. Ja. Unsere Langstreckenscans hätten das hier nicht angezeigt. Diese Gebäude, dieser Turm. Vielleicht war das alles noch nicht da, als wir die Milchstraße verlassen haben. Was? Haben Sie das gehört? Ja. Ja. Leider. Ich hab's auch gehört. Keine Ahnung, was das war. Dann schauen wir einfach mal. Da, passen Sie auf! Was ist das für ein Ding? Ich glaube, es will... Okay, es ist tot. Was auch immer es... Es ist vollständig organisch. Ich sehe keinerlei Anzeichen für irgendeine Technologie. Wow, dann ist die Tarnung also biologisch? Cool. Ja, erstaunlich. Ich glaube, wir nehmen besser die andere Knarre. Was ist das nur für ein
Gebäude, was das hier anstellt. Hey, sehen Sie mal, Signalraketen, da drüben. Das könnten unsere Leute sein. Ich markiere den Nachtpunkt. Ja, kannst du markieren, aber... Ich glaube, wir schauen erstmal hier lang, hm? Was denken Sie, ist da unten? Noch mehr Möglichkeiten, einem qualvollen Tod zu sterben? Ja, das ist natürlich... Vielleicht kommen wir mit den Jetpacks rüber. Kommt dieses Geräusch von unten? Alien-Götter der Unterwelt? Sagen Sie doch sowas nicht. Ich glaube, das sind Maschinen. Man spürt die Vibrationen. Diese Ausmaße. Wer hat das alles gebaut? Alien-Götter. Was da wohl drin ist? Ich hab's schon wieder gehört. Was zum... Haben Sie das gesehen? Ja, ich bin entblind. Da war irgendein fliegendes Ding. Schreiben Sie es auf die Liste der Dinge. Wir nehmen alles. Hier, die wir nicht verstehen. Aber scannen kann man das hier auch nicht. Da ist noch ein Behälter. Aufmachen. Alles mitnehmen. Schade, ich war zu langsam. Sonst hätte ich es vielleicht noch scannen können. Was das wohl für ein... Irgendwas war. Das sieht aber anders aus wie das hier. Das ist doch hier völlig andere Technologie. Schon wieder ein Behälter. Alles mitnehmen. Was ist das nur hier? Ich habe irgendwas Rotes auf der Anzeige. Viehzeug. Alter, vor uns sind noch mehr dieser Aliens. Sie haben uns gesehen. Es geht los. Die haben es nicht so mitreden, was? Achtung, sie setzen diese Tiere ein. Vorsicht, sie tarnen sich. Das ist für Kirkland. Alles klar bei Ihnen? Machen Sie sich um mich keine Sorgen. Ja, kommt schon. Na komm raus mit dem Kopf. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu weit weg, hm? Das wäre erledigt. Wow, Sie machen das ziemlich gut, Ryder. Ich habe ein Masseneffektportal bewacht. Ich wünschte, wir hätten so eins für die Archen gehabt. Ich frage mich, was diese Kerle hier wollten. Ja, ich auch. Mitnehmen. Sie sind offenbar abgestürzt. Das ist keines unserer Schiffe. Funktion unbekannt. Überreste mitnehmen. Reservemagazin für die Schrotflinte.
stammt definitiv nicht aus der Milchstraße. Dann ist es eins von deren Schiffen. Glauben Sie, der Sturm hat es erwischt? Möglich. Wenigstens ist das Wetter nicht parteiisch. Angesichts... Das ist Nahrung, denke ich. Von hier kann sie nicht stammen. Auf diesem Planeten wächst überhaupt nichts. Doch. Also schaffen sie vermutlich von einer anderen Welt hierher. Das heißt, es gibt in diesem Cluster noch mehr von denen? Ätzende Vorstellung. Was gibt's denn hier drinnen? Ryder, da drüben ist eine Art Höhle. Ja, die habe ich auch schon gesehen. Da wollte ich hier gerade hin. Sehen Sie sich das an. Das sieht schon eher nach der goldenen Welt aus, die mein Vater erwartet hatte. Wenn das Ding auch nur ansatzweise mit den Pflanzen in der Milchstraße vergleichbar ist, gibt es definitiv Anzeichen für zelluläre Mutation. Er hat überlebt. Ich schätze, das macht ihm zum Alpha-Baum, was? Herr... Ein totes Tier, gefangen in einer Art Falle. Und es ist noch nicht lange her. Ob die Aliens sie aufgestellt haben? Vielleicht. Falls ja, sind sie zu niemandem nett. Oder sie sind am Verhungern. Wollte ich gerade meinen. Vielleicht haben sie auch einfach nur Hunger. Das ist dann die andere Seite, oder? Von dem Dings, wo wir gerade waren. Ja. Da ist ja auch noch was. Gut, dann würde ich sagen, sind wir hier erstmal durch. Gibt es denn... Ja, gibt es auch hier eine Karte. Geheimnisvolle Höhle, da waren wir gerade. Alien-Bauwerk. Alien-Bauwerk. Was hatte ich jetzt eigentlich vorhin markiert? Unbekannte Megastruktur? Alien-Gebäude? Machen wir mal das hier. Gut, wir finden. Das muss dann... Kann man das Ding hier auch scannen? Nee, aber da hinten ist noch was zum Scannen. Gut, wir finden ist dann so rüber. Was ist das da drüben? Ein Weg nach oben, linke Seite. Ja, den habe ich schon gesehen. Da ist ja noch was. Aber ich bekomme immer nur unbekannte Daten. Das sieht aus wie ein Raumschiff oder sowas, oder? Lässt sich auf jeden Fall nicht scannen. Hören Sie das? Ja, Funkrauschen. Aber es ist ein Muster. Das Rauschen wird lauter. Geschafft. Gott sei Dank. Ich habe an mein Mikro geklopft und gehofft, dass es jemand bemerkt. Haben wir. Geht es Ihnen gut? Ja. Wo sind die anderen? Kirkland ist tot. Aber Fischer lebt. Er ist bei der Absturzstelle. Er hat ein gebrochenes Bein und braucht Hilfe. Ich sehe mich nach Vorräten um und gehe dann zurück. Bleiben Sie dort, wenn Sie angekommen sind. Wir suchen das Shuttle meines Vaters. Viel Glück. Ich kann es kaum erwarten, von diesem Felsen runterzukommen. Okay. Keine relevanten Daten.
Wolltest du nicht zum anderen gehen? Kann man das Ding hier scannen? Nein. So, das sollte es aber auch schon für diese Folge gewesen sein. Ich sage danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Wardasch.